Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste und vor allem lieber Integrationsbeirat Oberspreewald-Lausitz, ich freue mich sehr, dass Sie spontan entschieden haben, für diese Debatte noch bei uns zu bleiben. Meine Damen und Herren, im März 2016 wurde der EU-Flüchtlingspakt mit der Türkei geschlossen. Inzwischen ist klar, der Pakt kostet vor allem Geld und funktioniert nicht. Die Flüchtlingszahlen aus Richtung Türkei nach Griechenland steigen immer stärker. Inzwischen kommen ca. 10-mal mehr Geflüchtete aus der Türkei nach Griechenland als umgekehrt. Der Pakt war Bestandteil des Systems der Abschottung Europas und sollte Zeit schaffen für die europäischen Staaten, um eine Lösung für die Verteilung der Geflüchteten zu finden. Wir wissen, diese Lösung gibt es bis heute nicht. Vor allem war der Pakt aber auch der Versuch von Deutschland und einigen anderen europäischen Staaten, sich von humanitärer Verantwortung freizukaufen. Der Preis dafür ist hoch. Europa schweigt aufgrund dieses Paktes zur Aushöhlung von Menschen- und Freiheitsrechten und der Verfolgung Andersdenkender in der Türkei. Europa schweigt auch zum verbrecherischen Angriffskrieg auf Rojava. Der Preis ist auch hoch, weil der Flüchtlingsdeal auf Kosten Griechenlands geht. Griechenland wird von den europäischen Staaten bis heute alleingelassen. Und der Preis ist hoch für die Geflüchteten, denn der Flüchtlingsdeal geht vor allem auf ihre Kosten. Die humanitäre Katastrophe, die wir in Griechenland und vor allem auf den Ägäischen Inseln beobachten können, ist von Europa gemacht. Kurz zur Lage in Griechenland. Die Flüchtlingszahlen über das Mittelmeer sinken insgesamt, mit Ausnahme des Weges Türkei nach Griechenland. 2018 hatten wir ungefähr 50.000 Menschen, die von der Türkei nach Griechenland gekommen sind. 2019 waren es 75.000 und im Jahr 2020 erwartet die griechische Regierung ungefähr 100.000 Menschen, die auf diesem Weg zu ihnen kommen. Das heißt, es ist keine Entspannung in Sicht. Im Gegenteil. Wir können beobachten, dass die Situation in den Lagern immer schwieriger wird, immer prekärer wird und es dort immer schlechtere Lebensbedingungen gibt. Aktuell sind ca. 42.000 Personen in den Lagern auf den griechischen Inseln bei einer Kapazität von ungefähr 9.000. Darunter sind ca. 2.000 bis 3.000 unbegleitete minderjährige Kinder und Jugendliche. In ganz Griechenland sind es mehr als 5.000. Diese katastrophalen Zustände, die dort herrschen, sind natürlich gerade für die Kinder besonders schlimm. Es gibt zu wenig geeignete Unterkünfte, die unbeheizte Zelte, zu wenig Nahrung, katastrophale hygienische Zustände und kaum medizinische Versorgung. Die Kinder leiden nicht nur durch die traumatischen Erlebnisse bei der Flucht, durch die Trennung von ihren Eltern, sondern dann auch noch unter diesen Zuständen. Im Dezember gab es dann eine öffentliche Debatte. Der Staatsminister des Auswärtigen Amts, Michael Roth, forderte für diese Kinder und Jugendliche eine humanitäre, rasche Lösung zu finden. Robert Habeck forderte, holt als erstes die Kinder raus. Diverse Politiker schlossen sich an. Nur Innenminister Seehofer lehnt es ab, diesen Kindern zu helfen. Das war aber zu erwarten, das kennen wir von Herrn Seehofer. Es war aber auch zu erwarten, dass angesichts dieser öffentlichen Debatte etwas passiert. Aber passiert ist seitens des Bundes und der meisten Länder bisher nichts. Es oblag wieder der Zivilgesellschaft, zu helfen, wo es geht. Ich verweise auf die Initiative Hilfe für Samos aus Bad Freienwalde, die Hilfsgüter sammelt, um die größte Not in den Flüchtlingslagern zu lindern. Wir als Landtagsfraktion haben aus unserem Solidarfonds da auch gespendet. Ich kann auch allen Abgeordneten hier im Haus nur ans Herz legen, dort Hilfe zu leisten, weil das ist tatsächlich Hilfe, die direkt in den Flüchtlingslagern vor Ort ankommt. Und es oblag wieder den solidarischen Städten, die schon bei der Seebrücke bereit waren, humanitäre Verantwortung zu übernehmen, nach vorn zu preschen. Dankbar bin ich sehr für die Initiative aus Potsdam, Frankfurt-Oder und Teltow, Flüchtlingskinder aus Griechenland aufnehmen zu wollen. Wir als Linke wollen, dass der Landtag sich ebenfalls dieser Verantwortung stellt. Ich kann nur sagen, nicht nur reden, sondern auch handeln.
Bisher haben 7 Bundesländer sich bereit erklärt, geflüchtete Kinder aus Griechenland aufzunehmen. Wir wünschen uns, dass der Landtag Brandenburg dieses Bekenntnis auch abgibt. Deshalb unser Antrag. Wir wollen, dass der Landtag ein ganz klares Bekenntnis abgibt, ein solches Aufnahmeprogramm schaffen zu wollen. Deswegen fordern wir die Landesregierung mit unserem Antrag auf, ein Sofortprogramm zu schaffen und sich außerdem auf Bundesebene für ein Aufnahmekontingent einzusetzen. Meine Damen und Herren, der Landtag hat sich bereits in der vergangenen Wahlperiode mehrfach zu humanitärer Verantwortung bekannt, wo EU und Bund versagt haben. Ich hoffe, das tun wir auch heute und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.